Heute ist Freitag, der 21. August. Wir sind wieder unterwegs. Wir haben eine Woche Urlaub und wollen jetzt sehen, dass wir vielleicht nach Texel kommen. Aber heute ist leider etwas Wind und wir schauen mal, wie es gleich auf dem Eiselmeer aussieht. Wir haben schon alles nach unten gelegt und den Fernseher runtergepackt, in der Hoffnung, dass alles sonst soweit fest ist und nichts kaputt geht. Die Fahrt auf dem Eiselmeer wird sicherlich nicht schön. Unser Ziel ist Enkhuizen. Mal schauen, ob wir das so erreichen. Anhand der Flagge sieht man ja, dass ein bisschen Wind ist und ich hoffe, die Welle sind nicht so hoch. Ja, alles Weitere kommt dann noch. Das hoffe ich für dich mit, dass es nicht so wellig ist auf dem Eiselmeer. Ja, es ist Windstärke 4 angesagt, in Böen noch mehr. Und wir hoffen, dass wir einigermaßen gegen die Welle kommen und dass es nicht ganz so schaukelt. Ja, das ist heute dumm gelaufen. Wir sind jetzt losgefahren und sind um 16 Uhr um 2 Minuten hier an dieser neuen Schleuse angekommen. Was passiert? Doppelrot. Und das bis 18 Uhr. Ja, da haben wir natürlich jetzt uns entschieden, wieder zurück in den Hafen zu fahren. Wir fahren morgen dann andersrum. Wir fahren morgen dann über Almere hintenrum und gucken mal, ob wir dann ankommen. Also 2 Stunden sich vor eine Schleuse zu stellen, da haben wir keinen Spaß. Gut, Heimathafen, wir kommen zurück. Ja, heute ist Sonntag, 12 Uhr. Wir starten zur zweiten Runde. Es hat gerade wieder angefangen zu regnen und der Wind kommt stramm von vorne. Und ja, unser Ziel für heute ist Huizen. Da bin ich mal gespannt, ob wir es erreichen. Die Tour nach Texel haben wir aufgegeben aufgrund der Sturmwarnungen Mitte der Woche. Wir fahren jetzt Richtung Süden in der Hoffnung, dass dort etwas weniger Wind ist. Ja, bei Wind ist das natürlich das ideale Gebiet hier für die Windsurfer. Und dadurch, dass das außerhalb der Fahrrinne sehr flach ist, können die halt hier ganz gut üben. Und stehen halt nur bis zum Bauchnabel im Wasser, wenn sie runterfallen. Also das ist schon eine ganz tolle Sache, wenn man das gerade erst lernt. Ist schief. Ich glaube, wir brauchen bald einen neuen Geräteträger. Schüttet ihr aus Eimern. Hier vor Zeewolde liegt De Zegge, eine kleine Insel, wo man auch sehr schön liegen kann mit kleinem Strand. Heute würden wir sogar Platz kriegen. Aber das Wetter ist ja auch kein Badewetter. So, hier kurz vor Strandhorst ist ein richtiges Surferparadies. Ganz schön was los. Es weht ja auch eine ordentliche Brise. Auch ein paar Kitesurfer sind dabei. Wir nähern uns jetzt der Neikerk-Schleuse. Die hat auch schon grün angezeigt, sodass wir jetzt auch langsam schon einfahren können. Man muss aber erstmal warten, bis die sich da vorne alle sortiert haben. Und genau getimt. Ankommen, reinfahren, rausfahren. Das finde ich immer ganz toll. Claudi steht schon wie ein Wachtmeister auf dem Schiff vorne. Jetzt sind wir wieder in der Neikerk-Schleuse. Die ist ja ziemlich groß. Das hat gut geklappt. Alle passen rein. Der Segler weiter hinten kommt doch nicht hinterher. Und ich hatte gedacht, er kommt noch mit in die Schleuse, aber er ist zu langsam. Man merkt überhaupt keinen Wind hier in der Schleuse. Nichts. Toll. Das Tor geht auch schon wieder auf. War wieder eine recht kurze Schleusung. Die Schleuse haben wir passiert. Die nächsten gehen rein. Das ging ja heute wie Brezelbacken. So eine Schleusung wünsche ich mir immer. Jetzt passieren wir Sparkenburg. Da wäre auch noch Platz, könnte man sich auch noch hinlegen.
aber wir wollen ja heute noch ein Stück weiter. Peter und Petra sind hier. Hier ist ein Seenoteinsatz. Wir haben einen Segler geborgen. Und wir müssen uns langsam dran vorbeitasten. Wir erreichen jetzt unser Ziel und das ist Huizen. Da werden wir heute nächtigen und morgen geht es dann weiter. Ja, hier einen Platz zu finden ist nicht ganz so einfach. Jetzt versucht Frank und Claudia, da in diese Lücke sich rein zu quetschen, sodass wir dann anschließend eventuell Inspection gehen. Die davor noch ein bisschen mehr davor ziehen könnten. Die Lücke ist wie für euch gemacht. Guten Mittag. Nachdem wir in Huizen leider keinen Platz bekommen haben, sind wir jetzt rübergefahren nach Almere und versuchen hier unser Glück für die Nacht einen Platz zu bekommen. Waren sehr lange nicht mehr hier gewesen. Ja, die Seiten sind auch schon alle voll. In Huizen waren wir nicht willkommen, deshalb sind wir weitergefahren nach Almere. Hier haben wir noch den letzten Platz erwischt, müssen allerdings im Päckchen liegen. Liegen jetzt an der Wassertankstelle, aber trotzdem wunderschön. Für den einen Abend ist das auch okay. Wir sind direkt vor der Fressmeile in Almere Hafen und gehen dort gleich Sushi essen. Das ist wie immer voll hier am Hafen und deshalb liegen wir dort am Steiger im Päckchen. Das Pfannkuchenchip ist allerdings weg. Alle möglichen Arten von Restaurants gibt es hier. Wir entscheiden uns heute für Sushi und Grill. Beim Japaner gibt es Sushi mit Tablet und All You Can Eat. Das sieht alles sehr lecker und gut aus. Schmeckt auch gut. So, schön gesättigt am Abend. Gehe jetzt zurück und jetzt gibt es gleich noch Fußball. Hier ist das alte Toilettenhaus und hier am Steg hat man noch ein neues Toilettengebäude gebaut. Gut, dass wir wieder am Boot sind. Da kommt doch noch mal eine schwarze Wand auf uns zu. Man sieht schon, der frühe Vogel fängt den Wurm. Jetzt um 9:30 morgens wäre es überhaupt kein Problem, hier einen Liegeplatz zu bekommen. Hier hat man das Pfannkuchenschiff gelegt. Am Meerhafen ist schon ein kleines Wunder. Wenn man dort vom Hafen kommt, dann hat man direkt ein Einkaufszentrum hinter der ersten Häuserzeile, wo man wirklich alles bekommt, was man braucht. Also um sich hier den Proviant aufzufrischen oder irgendwas anderes zu kaufen oder shoppen zu gehen, dafür ist Almere Hafen wirklich ideal.
Wir verlassen jetzt Almere und werden jetzt Richtung Amsterdam aufbrechen. Das Wetter hat sich ein wenig beruhigt, sodass wir nicht bei Regen fahren müssen.